guten Tag. Frühling 27. Der Monat ist verstörer. Ein Tag. Ja, morgen. Gravierende Errungenschaft. Wilde Bohnen, pflanzliches Fleisch. Kann man damit etwas kochen? Nein. Nein, kann ich nicht. Schau da, jo. Was? Alles weggefressen. Alles weggefressen. Oh, bei den Tomaten. Wo ist mein Wildschwein? Ich bin so froh, dass wir Ada haben. Ich habe keine Ahnung, was ich tun sollte. Nein. Ich will zuerst den Gürtel. Ich bin zu alt für Spielzeug. Ich spiele mit dem Werkzeug. Grob und ich neigen dazu, Abstand zu halten. Wir haben zwar
Bock haben, die Löwen-Fan zu halten, aber das Feuer hält die Dunkelheit fern. Zu, oder wie du heißt. Zu. Mal. Hey Dari. Vorbehauptet, er würde sich um einen Wolfsbaby kümmern. Er würde ich mich um einen Wolfsbaby kümmern. Das war eine gute Idee. Ja, ja. Ja. Mein Inventar ist schon wieder voll. Warum holen wir uns den Gürtel? Huck, du frisst von deinen Füßen. Mit deinen Füßen. Nein, vom. Du musst. Ah! Musst du schreien? Nein, wenn du wirfst, drückst du zurück. Und. Schau dir diese kleine Nase an. Du willst, dass ich mir meine Nase ansehen? Hä? Ich verstehe nicht, wie ein Blick auf meine Nase das Werfen eines Speers weiterbringen soll. Hier zeige ich dir, wie wir das machen. Wir werfen aus der Hüfte. Das kannst du nicht. Nicht ohne Wombis Hallo zu sagen. Oh, hi. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Nur zum Lernen hier. Yep. Das ist toll. Und eine Ablenkung sein. Was? Puck. Ist da etwas in deinem Rapp? Was? Nein. Nur Muskeln. Viele, viele Muskeln. Wie auch immer, ich muss jetzt später supermännliche Dinge tun. Wie? Liegestütze? Seltsam. Ich habe noch nie Notfall-Liegestützen gemacht. Wo ist mein Schwein? Versteckt sich hier im Eck wieder. Es gibt immer etwas zu tun, das Spaß macht. Aber manchmal brauche ich so lange, um zu entscheiden, wo ich anfangen soll, dass es schon Zeit fürs Bett ist. Großer Gürtel. Jawohl. Wiesen, wir haben den großen Gürtel. Das wird toll an dir aussehen. Ja. Vielleicht versteht Pacha, warum du mir das schenken sollst? Wir haben Glück, dass wir Oka bei uns haben. Ich habe noch nie erlebt, dass Tiere jemanden so sehr respektiert haben wie sie. Petersilie.
Karotten sammeln. Whitey scheint uns noch nicht genug zu vertrauen. Hast du doch mein Schwein. Ja. Hagebutten. Und hier Ruhr. Das ist eine Abkürzung, ja. Meine Mutter und mein Vater sind ein so tolles Paar. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch so eine Liebe finden kann wie sie. Zellrot, du musst deinem Reittier besonders viel Liebe geben, wenn du ein guter Rennreiter sein willst. So, Igorok kann nicht aufhören darüber zu reden, welche Böden die besten Samen ergeben. Für mich sieht das alles wie Dreck aus. Mit ganzer Weiß. Dieses alte Mädchen hat es immer noch drauf. Ich denke, dass Kura morgen auf uns herabscheint. Klarer Himmel und viel Sonnenschein sind zu erwarten. Das Vermächtnis meiner Mutter lebt in mir weiter. Und auch durch Iloe und Moda. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Ja, das reicht doch. Hallo.
Atta meint, wir sollten zusammen ausziehen. Ich weiß nicht, wie ich ihr sagen soll, dass sie noch ein Kind ist. Denn machen Spaß, aber sie machen schrecklich Dinge mit meinen Haaren. Der hat mir das Angeln beigebracht. Als wir Kinder waren damals, konnte ich Stunden im Wasser verbringen. Die haben schon geschwätzt. Die Yakuns scheinen tolle Leute zu sein. Und das nicht nur, weil sie gerne angeln. Im Flow zu sein macht Spaß. Das war ein spannendes, manchmal auch stinkendes Experiment, aber es hat funktioniert. Ich musste es nur in die richtigen Flüssigkeiten legen und sobald ich die oberste Schicht entfernt hatte, war es köstlich. Ich nenne es Gerbehälter. Ich habe dir auch einen gemacht. Viel Spaß beim Kochen. Juhu. Idee Gerbehälter. Jagen ist so langweilig. Wer will schon stundenlang im Wald stillstehen? Deine Moves sind, musst du mir irgendwann mal beibringen. Ich hoffe, dass Oda nie auf meine Idee eines Verfolgungsrennens eingeht. Ich würde mit Sicherheit verlieren. Ja. Jetzt wird's erst richtig toll. Kann ich etwas kochen? Alle Fisch? Nein. Die will ich räuchern. Trocknen. Ein großartiges Gebäude beginnt mit großartigem Holz. Gebäude upgraden. Zeit, du sie gefunden. Man sollte erst denken und dann handeln, aber ich bleibe meistens beim ersten Teil stecken. Wenn Tuk auf seine Nase schaut, wenn er seinen Speer wirft, es ist ziemlich beeindruckend, dass er so weit werfen kann, wie er es tut. Ein bisschen Spaß. Ein knochenrotes Fleisch. Haare hat ein Auge für Reste. Wo sind die Haare? Nein, die ist zu Hause.
Danke dir. Dank dir bin ich glücklicher als ein Kaninchen in einem Erperfell. Ich weiß, dass Chin das Beste für Nock will, aber er ist kein Jäger. Du bist so ein guter Tänzer. Obsidianmesser. Für ein Geschenk. Es ist wunderbar, die Musik trifft mitten ins Herz, dank dir. Noch ein bisschen draußen rumspielen. Jetzt haben dich alle verkauft. Ich mache gleich so viel. So. Edelsteine. Ja, gute Nacht. 42.000. 707.